Frau Meinhof, Sie haben die Seite der demonstrierenden Studenten eingenommen. Warum? In der rechten Presse ist die Schuld an der Katastrophe vom 2. Juni den Studenten selbst in die Schuhe geschoben worden. Vor allem der Springer-Konzern versucht in seiner Zeitung, die kritischen Stimmen der Studentenschaft als Randalierer und Krawallmacher zu verteufeln. Diesen Halbstarken genügt der Krach nicht mehr. Sie müssen Blut sehen. Die Wahrheit ist aber, dass die Proteste dieser Studenten unseren Staat als Polizeistaat entlarvt haben, dass Polizei- und Presseterror am 2. Juni in Berlin ihren Höhepunkt erreicht haben und dass wir begriffen haben, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist. Aber Frau Meinhof, bei allem Respekt... Wir alle wissen, dass Kuras den Unesorg totgeschossen hat und dass Kuras freigesprochen werden wird. Das ist reine Demagogie. Das ist Demagogie. Während in Amerika über den Einsatz atomarer Waffen in Vietnam diskutiert wird, stürzt sich Israel mit Hilfe der Amerikaner in einen Angriffskrieg, der hier schamlos als Präventivkrieg tituliert wird. Ich denke, es ist Israels gutes Recht, sein Land zu verteidigen. Dann waren wohl Hitlers Angriffe auf Polen, Frankreich und Russland auch präventiv. Das ist völlig einseitig. Ich will doch nicht diskutieren, Frau Meinhof, mit allem Respekt. Ich muss schon sagen. Jetzt nehmt doch mal Rücksicht auf das Kind. Diese Frau führt keine sachliche Diskussion. Wie kannst du nur sowas sagen? Der amerikanische Imperialismus macht vor nichts Halt. Erst Vietnam, Bolivien und jetzt der Nahe Osten. Amerika pumpt seit Jahren Israel mit Waffen voll. Jedes Kampfflugzeug, jede Rakete, jeder Panzer, alles kommt aus den USA und in den westlichen Industriestaaten. Glaubt ihr, die Amerikaner machen das aus reiner Menschenfreundlichkeit? Diese Schweine machen das doch nur, um die Ölfelder im Nahen Osten, jetzt lass doch mal, zu kontrollieren. Denen ist doch scheißegal, wenn dabei Zehntausende von Menschen draufgehen. Es tut mir leid, ich muss jetzt in die Kirche. Ja? Aber dann predige auch, dass über die Hälfte der Menschen auf der Welt nicht genug zu fressen hat, während andere sich im Luxus baden. Dass es keinen Sinn hat, für eine bessere Welt nur zu beten. Dass sie sich verdammt noch mal wehren müssen. Ihr solltet bald heiraten.